Hi, guten Morgen. Wir haben heute Samstag und heute geht's für uns, das heißt für euch, für Luisa und für mich nach Nürnberg. Max, Carlo und Sunny, die machen dann ein kleines Zuschauertreffen und wir haben uns gedacht, wir gehen einfach mal da vorbei, schauen mal kurz vorbei bei der Runde, sagen ein bisschen Hallo, chillen ein bisschen mit denen und danach gehen wir noch so ein bisschen in die Stadt, müssen noch was drehen und so. Und ja, wir nehmen euch einfach mit und ich bin jetzt hier gerade am Bahnhof angekommen. Ich muss jetzt da rüberlaufen zur Bahngleisen, war das Deutsch, zu den Bahngleisen. Und da muss ich Luisa abholen, die kommt jetzt gleich in ja, 10 Minuten circa. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Vlog und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Luisa abholen. Bis gleich. Muss gucken, ob die Kamera überhaupt läuft. So, hallo. Ich bin da, er hat mich abgeholt, so ein Gentleman. Wir sind gerade auf dem Weg und es regnet, aber es hat geregnet. Die Sonne kommt noch raus, glaube ich. Der glaubt, dass die Sonne rauskommt, sie wird nicht mehr rauskommen. Es wird ein richtig schöner Tag heute. Hallo, die Wolken sind schwarz. Seht ihr, die Wolken sind schwarz, da kommt keine Sonne mehr raus. Mega schwarz. Die sind schwarz. Und wir haben noch 168 Kilometer vor uns. Ohne Witz, richtig voll die Welt reisen. Läuft einfach, es läuft, also richtig unnötig. Ich dachte, das ist gar nicht so weit weg, aber 168 Kilometer? Ja, von dir ist es schon weit. Ja, aber du musst alles alleine fahren, aber ich fahre nicht. Ja, willst du keinen Führerschein? Ja, ich habe keinen Führerschein. Mach den endlich mal. Drück's mir noch rein. Drück's noch rein, er drückt rein. Ja, er drückt rein. Ich habe hier 50 Shades of Grey Musik. Sorry, 50 Shades of Grey Musik. Habt ihr meinen Film gesehen? Sorry. Hast du gesehen? Nee. Ich habe ihn zweimal gesehen. Da verpasst du echt nichts. Aber ich habe ihn zweimal gesehen, weil ich halt. Kannst du mir dann alles erzählen? Weil ich halt Pro bin. Weil ich es nötig habe. Das schneidest du weg, ich sag's dir. Alter, wenn jetzt Max sagt, dass du es absagen, dann heul ich. Der Max hat geschrieben. Versteht den kaum. Du, ich pack, ich bin auch mit dem Auto da. Ist er wahrscheinlich auch mit dem Auto da. Ich weiß nicht, dass ich mich So, wir sind jetzt angekommen in Nürnberg. Wir stehen gerade hier im Parkhaus noch. Und die Frau Luisa, die packt ihre Tasche zusammen. Irgendwie. Ach so. Ach, hallo. Und ja, wir gehen jetzt gleich zu Max und so. Die warten schon auf uns irgendwie. Wir sind ein bisschen später. Sorry. Du kommst nicht klar gerade, gell? Ich kann entscheiden, ob ich die große Tasche mitnehme oder ich Sachen raus tun soll oder Sachen. Tu die Sachen lassen. Raus und dann nimm die große Tasche mit und dann tu ein bisschen noch meine Kaugummis rein. Okay, jetzt also dann kann ich hier diesen für meinen Dreh kann ich das jetzt hier. Guck dir das mal an, ganz kurz muss ich kurz erwähnen. Ich habe hier ein Oberteil von H&M, ja, ganz gechillt gekauft, reduziert und guck dir mal das hier an. Was? Guck dir das hier an, das ist dieses Teil, ja, wahrscheinlich, was Alarm schlägt wahrscheinlich, und das hat sie vergessen. Wahrscheinlich hast du das gekauft. Das war 5 Euro reduziert, deswegen habe ich das gekauft. Hallo, ja. Lass ich mir nicht entgehen. Okay. Also ich tue das jetzt hier rein. Ja. So. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt in die Stadt und erstmal muss man hier noch mit der Tasche klarkommen irgendwie. Und dann sehen wir uns gleich bei Max und den anderen. Jetzt hat die Kamera ungefähr 4 Leute. Echt? Das ist so die Standard-YouTube-Kamera, ja. Also wir sind jetzt angekommen, wir sind jetzt endlich hier bei Max und die anderen sind gerade da hinten noch im Starbucks drin. Wir haben uns einfach eine Stunde verspätet. Schicke Verspätung, ne? Passiert halt, ja. Oh, das habe ich nicht gesagt, Ja, und jetzt warten wir, bis da mal welche rauskommen, dann sagen wir ein bisschen Hi und so. Und mal gucken, was wir da noch so machen. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Echt? Wir gehen wahrscheinlich ein bisschen... Essen? Sag mir ja. Essen. Die Frau Gott schon, das geht. Echt, oder? Ja. Können wir auch essen gehen und so, keine Ahnung. Bei mir ist das schon mal passiert, dass mein Auto drin stand. Echt? Wir waren ja die Einzigen. Wir sehen uns dann. So, wir waren jetzt beim Starbucks. Hi. Hallo. Wir waren jetzt beim Starbucks und jetzt laufen wir zu irgend so einer Burg.
Wo laufen wir jetzt hin? Auf die Burg. Ah, ist das die Burg? Es ist die Burg. Okay. Nürnberg halt einfach. Ja, wir laufen jetzt hier auf die Burg in Nürnberg. Sorry, deine Tasche. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Hier sind alle am Vloggen. Da vorne Carlo. Hier hinten Max. Und auch mal, ne? Sunny auch noch gleich. Wir haben jetzt hier so ein Doppel-Dreifach-Vlog, was? Ja, du hast mich vergessen zu erwähnen. Und Luisa. Ja, du vloggst ja nicht. Ja, wir sind richtig viele Leute. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Hier. Hallo. Und ja, wir laufen jetzt hier einfach. Was? Es geht allen Ernstes bergauf. Hi. Und wir sind jetzt auf dreifach Doppelblock, vierfach Block, keine Ahnung. Ja, und wir sehen uns dann auf der Burg oder keine Ahnung, bei dem Weg. Wo verschwinden wir? Wir verschwinden in dem Loch. In dem Loch. So, wir sind jetzt gleich auf der Burg. Versteck dich ruhig. Sorry, ich muss meine Haare durchwischen. Okay, wir sind jetzt gleich hier auf der Burg. Wir sind jetzt irgendwie die Letzten. Die anderen sind alle da vorne. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir auch nicht mehr können. Ich bin am Arsch, ich kann nicht mehr. Und hier ist die Burg. Boah, jetzt, wenn ich rede. Okay, ja. Schön, ne? Aber es ist süß, er trägt noch meine Tasche. Also er hat es auch zusätzlich hier gewischt. Ja, ja. Ja, guck mal, wie chillig du läufst. Und ich laufe hier so mit so einer Tasche. Ein bisschen kaputt jetzt. Und es fängt an zu regnen. Bisschen kaputt. Soll ich dich schieben? Das ist erstmal Sport für die nächsten 3 Wochen für mich. 3 Monate. Ja. Seriously? Übertreib. Hallo, das war. Guckt euch mal diesen schönen Berg auf. Guckt mal das an. Von ganz unten. Nee, das geht schon. Also ich fand's jetzt okay beim Reden. Ich sag nichts dazu. Kann sein, dass ein Akku nicht leer ist, weil das blinkt so rot. Nee, wenn das blinkt, dann heißt es, es nimmt auf. Und der andere rote Knopf, der heißt, es macht Pause. Ah, okay. Naja, also ich bin so, die dumme, rothaarige Blonde. Ist echt so. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt da. Hier sind alle, ey, wir sind richtig viele. Kann ich sagen, ich bin am Arsch. Ich auch. Also, wir verschwinden jetzt in ihren Haaren. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich hab so Hunger. So ein Fresser, sag ich dazu nur. Fraser. Ich hab immer noch die Tasche und jetzt ist sie schon da hochgewandert. Oh mein Gott, richtig schlimm. Richtige Männerhandtasche hier, ne? Ja, was ich nicht alles für dich mache. Ja, ja, für mich. Gibst du, er will sie doch tragen. Kannst du mich verarschen? Nee. Sie, wir sind irgendwie jetzt verloren gegangen. Hey, was sind die Hälfte. Oh nein. Musst du irgendwann die Kamera so nah zu mir? Ja, weißt du, wenn ich so bei dir bin, dann kommst du hin. Wenn ich so bin, dann stört's dich. Lass mich in Ruhe. Wir haben uns jetzt von der Gruppe gelöst oder getrennt. Und wir laufen jetzt hier rum und machen hier gerade ein paar Aufnahmen für ein Video von mir. Video von ihr, genau. Für einen Look. Ja, und ich sehe einfach aus wie so ein Penner. Ich habe hier so ihre Tasche, dann habe ich hier so eine Penistasche hier hinten hängen. Hier sieht man sie. Und ich habe jetzt hier noch ihre Kamera und bin jetzt halt Kameramann. Und jetzt filmen wir halt noch ein bisschen was. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Wo verschwinden wir? Mach mal in deinem Mund, nicht immer ich. Wir haben jetzt fertig gedreht eigentlich, oder? Ja. Immer. Beschäftigt mit meiner ja, so ziemlich eigentlich fertig gedreht. Und unfassbar, wie die Leute einen angucken, gell? Das war schon ein bisschen peinlich, weil ich mache ja einen Look und dann musste ich so ein bisschen durch die Stadt rumirren, wie der Verrückte, so die nicht weiß, wohin. Ja. Und das sah ich schon leicht verzweifelt aus und die Leute gucken halt, hä, was ist mit der los? Ich bin halt voll vielen Leuten entgegengelaufen, aber... Ich verlinke euch mal das Video. Nee, ich... Du verlinkst es, ich sag's dir. Ja, ich verlink's, aber ich glaube halt, das Video hier wird früher online sein. Deswegen, ich verlinke euch einfach mal ihren Kanal unten in der Infobox. Abonniert sie dann und dann könnt ihr das anschauen, sobald es online kommt. Und wenn es online ist, dann verlinke ich es auch nochmal. Oh Gott, das ist viel zu viel Story, ey. Ach was, das passt. Mit meinen Schlammerpulli. Ja, hier. Das ist riesig, ey. Das könnt ihr dir gehören. Ja, das ist M. Das ist echt meine Größe. Männliche M. Habe ich auch in der Männerabteilung gekauft. Echt? Mache ich immer. Mega ich hab gut. Immer in der Männerabteilung. Ich glaube auch sagen, krank. Die geht irgendwo rein. Ja, würde ich auch sagen.
Hier habe ich jetzt noch die Kamera. Ja, zeig mal hier die Penistasche, ne? Die haben wir nicht gesehen. Ja, zeig mal. Tada! Ich finde die nicht so geil, aber okay. Pink! Ich habe so viele Knoten. Dann kämmt deine Haare und wir gehen jetzt was Warmes suchen. Ja. Und wo gehen wir diesmal rein? In die Tasche. Wir sind jetzt gerade hier draußen. Und wir haben jetzt gerade nochmal eine Szene gedreht für ihr Video. Und ja, jetzt sind wir gleich auf dem Weg nach Hause. Wir gehen dann noch was essen. Was soll das wieder? Einfach hier rumtanzen! Ja. Das ist hier richtig schön irgendwie. Ich kann mir das abends voll schön... Der Romantiker kommt jetzt wieder. Nee, guck mal. Ich kann mir das abends hier echt schön vorstellen. Da hinten sind so Lichter. Hier bist du mit meinem Handy. Das ist größer als mein Gesicht. Guckt euch das mal an. Ja, das ist nicht schwer. Ja, und hier haben wir noch eine Kamera und hier haben wir noch Taschen und was weiß ich. Und wir chillen jetzt hier noch. Ich kann nicht mehr schreiben, meine Handys sind eingefroren. Und hier ist richtig kalt. Ding! Also, also, wir sind jetzt angekommen in Stuttgart, daheim. Ich bin richtig kaputt. Gerade irgendwie. Du? Ja, ich bin schon recht. Sieht komplett anders aus wie heute Morgen. So, guck mal, komplett anderes Outfit an. Ich bin müde. Passt schon. Wir waren jetzt hier gerade bei Burger King und wir essen jetzt hier noch eine Kleinigkeit. Jetzt will das nicht mehr essen. Wollte noch was sagen? Für mich! Und wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit und dann war es das eigentlich auch schon. Übertreib doch nicht so. Okay, ist schon geil. Oh Mann. Wir essen jetzt was. Ich hoffe, der Vlog hat euch so gefallen heute. Hier mit der Verrückten wieder und mit den ganzen anderen, mit Max und so. Sunny, Carlo und den ganzen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt einfach dem Video einen Daumen nach oben, gell? Und schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Dann könnt ihr das Video sehen, was wir da gedreht haben. Ich bin richtig gespannt, was du daraus zauberst. Okay, wir beenden es jetzt hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder keine Ahnung, ich bin richtig am Arsch. Noch was zu sagen? In die Tüte rein.